Ja, Tag zusammen bei den VfL TV News. Liebe Leute, wir melden uns vor dem Brückentag gegen den 1. FC Kaiserslautern und ich stehe hier im Rund der Bremer Brücke. Es ist allerbestes Wetter. Im Hintergrund wird schon gearbeitet, die Banden werden wieder aufgebaut, denn wir erwarten ja roundabout 14.000 Zuschauer zum großen Spiel gegen die Roten Teufel aus der Pfalz am Samstag. Aber zur News-Sendung und wenn ich euch natürlich nochmal reinhole in die Woche, was alles gelaufen ist, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid vor dem nächsten Spiel, schauen wir natürlich zurück auf den 1:0 Derby-Sieg beim SV Meppen vom vergangenen Samstag. Das goldene Tor des Tages von Timo Bermann in einem insgesamt relativ fairen Spiel, in dem wir sicherlich, sagen wir mal, leistungstechnisch vielleicht noch ein klein bisschen besser hätten aussehen können. Am Ende aber die nicht nur glücklichen, sondern sicherlich auch verdienten Sieger gewesen sind, gerade wenn man die erste Halbzeit nimmt und das doch eher ein klein bisschen Chaos-Spiel, das SV Meppen, sagen wir es mal so. Wir schauen uns das Tor des Tages auf jeden Fall nochmal an von Timo Bermann. Wie gesagt, nach einer Ecke von Aaron Opoku. Dieses Tor kommt jetzt, damit wir so richtig eingestimmt sind, auf den Brückentag gegen den 1. FC Kaiserslautern. Tor ab. Und dann diese Ecke, bereits die sechste für den VfL von Aaron Opoku. Und der Innenverteidiger unbedrängt, Tiefschlag der Meppener Hintermannschaft. Timo Bermann, erstes Saisontor. Defensiv sicher und offensiv da, wo er hin muss. Sein erstes Drittligator seit 2013. Die Trainingswoche ist gestartet. Die Jungs sind wieder so ein bisschen hybrid unterwegs, wie man neudeutsch so schön sagt. Sie waren anfangs der Woche in Gretesch. Jetzt, wir zeichnen die Sendung jetzt am Donnerstag auf, sind sie heute zum Training im Stadion immer so ein bisschen unterwegs. Gott sei Dank macht das Wetter durch die Trainingseinheiten derzeit keinen Strich. Auch der Platz in Gretesch ist wirklich in einem guten Zustand. Da auch nochmal vielen Dank an die Platzpflege. Ich zeige euch jetzt nicht das ganze Video. Das ist nämlich relativ lang geworden in dieser Woche. Ich habe ja mit Chance Makala noch gesprochen, unter anderem eben über Meppen und über den Ausblick nach Lautern, was das Spiel, das Interesse am Spiel mit rund 14.000 Zuschauern für ihn bedeutet und so weiter. Es gibt einen kleinen Ausschnitt aus dem Video, sonst wird es viel zu lang. Ansonsten das ganze Video, ihr kennt das, auf unserem YouTube-Channel VfL 1899 TV, lege ich euch sehr ans Herz. Hier ein kleiner Ausschnitt. Und jetzt, du hast es eben eingangs schon angesprochen, in der Trainingswoche hin zu einem wichtigen Spiel. Es geht gegen den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern und wir haben heute die Nachricht erhalten, dass wir das Stadion ganz vollpacken dürfen. Das heißt, wir hatten am Wochenende 10.000 in Meppen. Gegen Kaiserslautern werden es vielleicht noch ein bisschen mehr. Mit was für einem Gefühl blickst du voraus auf erstmal Brückentag mit Zuschauern und dann halt ein absolutes Topspiel? Ja, deswegen sage ich ja, spezielles Spiel. Die Fans kommen ja wieder zurück und dann auch, wie ich gehört habe, glaube ich 16.000 oder so um den Dreh. Und ja, deswegen, Stadion wird wieder voll, Bremer Brücke ist wieder voll. Und ich freue mich einfach darauf, dieses Feuer. Und dann, ja, legen wir mal los am Wochenende. So, natürlich gab es auch in dieser Woche eine Spieltagspressekonferenz mit VfL-Mittelfeldspieler und übrigens unserem besten Vorlagengeber in dieser Saison. 11 Vorlagen hat er schon mit Aaron Opoku und natürlich mit VfL-Cheftrainer Daniel Scherling. Und wie die beiden das Spiel und den kommenden Gegner einschätzen, einen kurzen Ausschnitt aus der PK, der kommt jetzt hier. Also ich denke, dass sich da jeder Spieler extrem freut, weil es einfach lange her ist, dass du vor so vielen Zuschauern spielst. Da schiffst du auch eine gewisse Motivation raus, weil du weißt, wenn die Bremer Brücke bebt, dann geht's hier ab. Wir müssen versuchen, das Bestmögliche draus zu machen, die Fans so gut wie möglich mitzunehmen und dann kann das schon ein sehr geiles Ding werden. Ich freue mich drauf, dann ins Stadion zu kommen, einfach auch diesen Geruch dann von Bratwurst, vom Bier wieder zu haben. Man merkt, es ist Leben drin in der Bude. Und dann das Warm-up auch ein Stück weit zu genießen, diese Energie, die dort schon entstehen kann. Und spätestens dann, wenn unser Lied kommt und wir rausgehen durch den Tunnel, dann geht's ab. Ich glaube, wir spielen morgen in unserem Stadion, was Spiele gewinnen kann. Und diese Energie, die dort entsteht, das haben wir in dieser Saison auch schon oft genug geschafft, bewiesen, dass wir das dazu nutzen können, jeden Gegner hier vor extreme Schwierigkeiten zu stellen und auch es einfach morgen in der Kombination mit dem Publikum schaffen können, Kaiserslautern hier zu schlagen. Und das ist unser Ziel.
Also ich denke schon, dass die Mannschaft das als Motivation sieht, weil du es auch als Spieler sehr vermisst, wenn du keine Fans im Stadion hast und dann spielst du halt vor leeren Rängen. Und hier beispielsweise bei uns nimmst du den Schwung von den Fans einfach so gut mit und das kann so einen großen Unterschied machen, wenn du es positiv annimmst. Deswegen denke ich schon, dass da jeder Spieler sich einfach freut. Und natürlich kommen wir auch in dieser Sendung nicht um die furchtbaren Ereignisse in der Ukraine herum. Nach dem russischen Angriffskrieg entfaltet sich dort mehr und mehr eine humanitäre Katastrophe. Um den Menschen vor Ort, den Flüchtenden, die aus der Ukraine sicheres Land suchen, in irgendeiner Form zu helfen, haben auch wir eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Schaut unbedingt auf unsere Website vfl.de. Ihr habt die Möglichkeit, entweder ganz leicht über PayPal eine Spende loszuwerden oder auch in ganz normaler Überweisungsform. Alle Infos findet ihr auf www.vfl.de. Ich denke, den Menschen in der Ukraine, die unter dem russischen Angriffskrieg leiden, sollten wir, soweit es irgendwie geht, helfen. Und ich denke, jeder kann einen kleinen Anteil dafür möglich machen. Meine ganz persönliche Meinung. Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema und zwar zum letzten Lila oder Weiß. Wir hatten euch ja im Vorfeld gefragt, wen ihr euch mal wünscht im Frage-Antwort. Format vom VfL Osnabrück und ihr habt euch für VfL-Legende Adi Menga entschieden und das war eben mein letzter Gast. Das ist eine sehr lustige und interessante Folge geworden. Einen kleinen Ausschnitt daraus gibt's jetzt. Natürlich, wie auch bei allen anderen Videogeschichten, findet ihr natürlich alles in voller Länge auf unserem YouTube-Channel VfL 1899 TV und hier ein kurzer Ausschnitt vom Lila oder Weiß mit Adi. Oh Gott. Leute, das ist gemein. Ich verstehe die Frage nicht. Auch die Insider kennen das ja. Ich glaube, meine Mutter will mir nicht verzeihen. Bundesligator oder Entscheidungstor vor der Ostkurve? Boah, Leute. Entscheidendes Tor vor der Ostkurve. Entscheidendes Tor vor der Ostkurve. Torjägerkanone oder Aufstieg? Aufstieg. Fußballer oder Modezar? Ganz klar Fußballer. Ganz klar Fußballer. Freizeitkleidung oder Berufsbekleidung? Kann man sagen beides oder so? Nein. Ja, das ist schwierig. Man muss sich für eins entscheiden, Adi. Freizeit. Krafttraining oder Lauftraining? Ganz klar Krafttraining. Sonne oder Flutlicht? Sonne. So, nun wirft ein großes Spiel seinen Schatten voraus. Groß ist es natürlich in zweierlei Hinsicht gegen den 1. FC Kaiserslautern. Einerseits ist es ein Spitzenspiel. Die Spitzengruppe ist ja punktemäßig relativ nah beieinander. Wir stehen aktuell auf dem 6. Tabellenplatz, die Lauterer mit der besten Abwehr der Liga auf Platz 2. Und das Ziel ist ganz klar, ranrutschen an die Roten Teufel und euch hier in einem großen Spiel. Der Große ist es auch, was die Zuschauer angeht, auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis zu bescheren. Wir rechnen aktuell mit rund 14.000 Zuschauer. Der Affenfelsen und die Familienblöcke sind bereits ausverkauft. In der Ostkurve ist es mittlerweile, denke ich, sehr, sehr kuschelig. Wenn ihr euch dafür noch kurzfristig entscheiden wollt, dann schaut unbedingt bei uns in den Ticketshop, genauso wie für alle anderen Bereiche. Stadtwerke Osnabrück Südtribüne, Giro Live Nordtribüne und Diekmann Westkurve. Schaut unbedingt in den Ticketshop und guckt, was noch frei ist, denn wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen und jede Einzelne, die hier am Samstag sich die Seele für den VfL aus dem Leib schreit und uns zu 3 Punkten gegen den 1. FC Kaiserslautern treibt. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Natürlich Merch des Monats. Diesen schönen Pulli, den gibt's übrigens ebenfalls bei uns im Fanshop in der Rubrik von Puma, von unserem Ausrüster. Ansonsten, was solltet ihr wissen? Es gibt aktuell die lila Strickmütze des VfL. Das ist unser Merch der Woche, den gibt's Merch des Monats natürlich, nicht Merch der Woche. Die Mütze gibt's aktuell für einen schlanken 10er statt für 14,95. Der Winter geht so langsam zu Ende, aber ich denke mal, der schicke Beanie, die macht sich einfach immer gut. Ansonsten in der Rubrik Sale, wenn ihr bei uns, also alles, was sowieso schon reduziert ist, bei uns im Online-Shop nochmal schaut, da gibt's dafür auf alle Artikel, die reduziert sind, nochmal 20% Rabatt. Also günstiger kommt ihr nicht an Merchandise vom VfL Osnabrück. Schaut unbedingt bei uns in den Online-Shop oder besucht uns im Fanshop hier an der Bremer Brücke. Da könnt ihr auf jeden Fall ein Schnäppchen schlagen. Rausgehen wir aus der Sendung natürlich mit einem Tipp. Ich guck mal ganz kurz zu Malek rüber, über die Kamera. Ah, der lächelt noch
noch so ein bisschen und weiß es nicht ganz. Malik tippt ein 1-0. Ich bin wirklich optimistisch in diesem Fall. Ich glaube an zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen am Wochenende, und ich glaube an eine Initialzündung für unser Team. Ich muss mir so ein bisschen erinnern an das Spiel gegen 1860 München aus dem letzten Jahr, was auch eine ähnlich große Kulisse hatte. Ich bin ganz optimistisch für dieses Spiel und sage, wir gewinnen 3-1 und setzen ein echtes Ausrufezeichen. Am Ende des Tages kann es uns aber alle egal sein, solange wir ein Tor mehr als der Gegner schießen und 3 Punkte mitnehmen. Das ist natürlich das allergrößte Ziel. Wenn mein Tipp hinkommt, umso schöner. Das soll es mit der Sendung gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Wochenende und ich hoffe, ihr könnt das VfL-Ergebnis dann am Samstagabend auch feiern gebührend. Ansonsten bleibt gesund, bleibt bei euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.